Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video und zwar dieses Mal zu einem Diskussionsvideo, denn es geht heute darum, ob Life Points wirklich noch trivial sind und wie sich das Ganze äußert. Die Sache ist die, ich habe schon vor Jahren angefangen, dieses Argument immer wieder zu bringen, Life Points sind trivial, aber ich lese so gut wie jeden Tag irgendwo in den Kommentaren, dass Leute dieses Argument vollkommen falsch verwenden oder missdeuten und deswegen will ich mal ein Video machen, um da ein bisschen aufzuklären. Weil das einfach nicht so einfach ist, das so zu sagen, Life Points sind trivial, und das einfach so stehen zu lassen. Weil da hängt mehr dahinter, Leute. So, ich würde sagen, wir fangen an mit der Geschichte von Yu-Gi-Oh! So ein bisschen, weil das ist halt wichtig für die meisten Diskussionsvideos. Damals war es noch so, dass das Spiel sehr langsam war. Und da war es halt noch so, dass man sehr schnell das Spiel drehen konnte mit einer Powerkarte. Damals waren ja sehr, sehr viele OP-Zauberkarten erlaubt, die heutzutage gar nicht mehr im Spiel sind. Aber es war halt damals vollkommen normal, immer wieder das Spiel zu drehen. Die Duelle haben 30 Runden lang gedauert, man hat sich mit Beatsticks bekämpft und so weiter. Das ist alles so das klassische Yu-Gi-Oh! Und das kann man am besten spielen heutzutage im Gold-Format, weil das ist recht weit verbreitet. Und da sieht man auch immer wieder, dass Life-Points gar nicht mal so trivial sind, weil wenn du halt irgendwie 6000 Life-Points hinten hängst, dann wirst du wahrscheinlich verlieren, weil der Gegner irgendwann mal wieder eine Möglichkeit bekommt, das Board zu drehen, um euch das bisschen Schaden auch zu drücken, versteht ihr? Man kann nicht einfach so mit 2000 Life-Points bei Gold stehen und dann denken, dass man safe noch irgendwie sich schützen kann, wenn der Gegner mal ein krasses Out hat. Man wird wahrscheinlich dann schnell mal verlieren. Und das konnte man auch nicht immer kommen sehen. Und deswegen waren Life Points damals noch gar nicht mal so trivial. Aber mittlerweile hat sich Yu-Gi-Oh! Deutlich verändert. Mittlerweile ist Yu-Gi-Oh! So aufgebaut, dass man quasi in der ersten Runde ein Board aufbaut. Und dieses Board muss möglichst krass sein. Am besten mit 1 bis 2 Negates, vielleicht sogar 3 Negates, das wäre perfekt. Vielleicht hat man noch ein paar Fallenkarten-Set oder vielleicht noch irgendwelche Schutzeffekte am Start. Oder man hat noch Handtraps, die den Gegner in seiner Runde da behindern können und so weiter. Man kann quasi eine ganze Menge aufbauen. Und der Gegner versucht dann in seiner Runde das Board zu brechen und euch dann ein OTK zu drücken. Wenn das nicht schafft, dann drückt ihr dem Gegner in eurer Runde den OTK, weil der Gegner euer Board nicht brechen konnte. Das heißt, das Spiel ist sehr schnell geworden, man baut eine Menge auf und wenn das quasi nicht gebrochen werden kann, hat man gewonnen. Und im Endeffekt ist es scheißegal, wie viele Lifepoints der Gegner dann hat, ja? Wenn der Gegner irgendwie 20.000 Lifepoints hat, aber ihr habt das heftigere Board und der Gegner findet kein Out dagegen, wird er zwar 1 bis 2 Runden länger überleben als mit 8000 Lifepoints, aber er hat trotzdem auf lange Sicht keine Chance, dieses Duell zu gewinnen. Und deswegen sind Lifepoints heutzutage wesentlich trivialer als damals. Und das ist das wichtigste Argument hier. Man kann das ganz gut beweisen an diesen ganz bekannten Banisher-Decks mit Grimoire Judah Aizah und der Karte Soul Absorption, weil diese Decks haben gerne mal irgendwie 30.000 bis 50.000 Lifepoints, vielleicht sogar mal 100.000 Lifepoints, habe ich alle schon gesehen, aber die haben halt trotzdem einfach kein gutes Board. Das heißt, die haben dann quasi 1-2 Beatsticks da liegen mit eventuell 10.000 ATK und die versuchen dann für Game zu pushen und wenn das schief läuft, Leute, dann haben die verloren. Dann ist das Board weg, sie haben keine Beatsticks mehr und dann sitzen sie auf den Lifepoints, bis sie irgendwie noch ein Out ziehen können oder halt nicht mehr. Und dadurch, dass sie halt dann immer wieder nur eine Karte nachziehen, ist es unwahrscheinlich, dass sie dann nochmal ins Spiel zurückkommen werden. Und deswegen sind diese Decks gar nicht mal so gut, obwohl die ohne Probleme locker 50.000 Lifepoints erzeugen können, was für einen Anfänger natürlich richtig impressive aussieht, weil er sich denkt, what the fuck, wie kann man mit 50.000 Lifepoints auch verlieren? Dann ist man doch richtig krass am Gewinnen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Weil auch wenn sich 50.000 Lifepoints erstmal viel anhören, die sind schneller weg, als ihr denkt, wenn ihr mal wirklich von einem vollen Monsterboard des Gegners direkt angegriffen werdet. Und deswegen sind diese Banisher-Decks gar nicht mal so krass, auch wenn man zunächst mal denkt, holy shit, wie kriege ich denn jemals wieder tot? Und das Grundsatzargument hierbei ist quasi, es ist vollkommen egal, ob ihr gewinnt mit 100 Lifepoints oder mit 8000, ihr habt gewonnen. Auf einem Turnier gibt es da keinen Unterschied. Man bekommt keine Bonuspunkte, wenn man irgendwie mit 8000 Lifepoints gewinnt. Das ist nicht das Ziel von Yu-Gi-Oh! Man muss das Spiel für sich entscheiden und das möglichst safe. Und wie viele Lifepoints man dabei liegen lässt, ist vollkommen irrelevant. Es gibt sogar viele gute Effekte, die teilweise mal die Hälfte der Lifepoints zahlen und das ist kein Problem. Denn Lifepoints sind, wie gesagt, zu einem großen Teil trivial. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem Lifepoints gar nicht mal mehr so trivial sind. Und zwar kommen wir zu dem Punkt Kosten. Wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Karten, die halt Lifepoints kosten. Bestes Beispiel ist Seelenlast. Die Karte kostet gerne mal 4.000 bis 5.000 Lifepoints, aber dann ist sie auch Insta-Win, deswegen lohnt die sich. Wir haben aber auch so Karten wie Solemn Strike oder Solemn Warning oder Solemn Judgment mittlerweile, die halt Tausende von Lifepoints kosten für Negations. Und wenn man halt nicht mehr genug Lifepoints hat, um diese Karten zu aktivieren, dann machen Lifepoints durchaus was aus, weil dann sind plötzlich die ganzen Negates weg und man wird wahrscheinlich verlieren, weil das Board leichter gebrochen werden kann, versteht ihr? Somit kann man halt mit weniger Lifepoints sehr schnell mal ein Duell verlieren, weil man diverse Effekte nicht mehr aktivieren kann. Und da werden Lifepoints plötzlich wieder verdammt wichtig. Man sagt immer, oder beziehungsweise ich sage immer, Lifepoints sind so lange trivial, bis man sie nicht mehr zahlen kann.
Und dann wird es schwierig, weil dann muss man halt ohne die auskommen und das ist dann blöd. Und wie gesagt, dann sind sie nicht mehr trivial. Aber wenn ich sage, Lifepoints sind trivial, dann bezieht sich das hauptsächlich auf den Deckbau, Leute. Ihr dürft nicht denken beim Deckbau, dass so Karten gut sind, die Lifepoints erhöhen oder so. Und ihr dürft auch nicht denken beim Deckbau, dass so Karten wie Seelenlass scheiße sind, weil die ja gerne mal 4000 Lifepoints kosten. Die sind deswegen nicht schlecht, die können teilweise richtig OP sein. So Sachen wie Seelenlass gehören definitiv auf die Bandlist auf 0, weil die Karten Insta-Win sind, versteht ihr? Es gibt teilweise sehr, sehr viele Karten, die halt viele Lifepoints kosten, die aber trotzdem zu den besten Karten aller Zeiten gehören und diese Lifepoints zahlt man gerne, aber man kann sie nicht immer zahlen. Man kann zwar im Spiel gerne mal sagen, okay, ich riskiere jetzt mal ein paar Lifepoints mit dem einen oder anderen Play und dann kassiere ich vielleicht mal 3000 Schaden, aber wenn ich irgendwann meine Solemn-Karten nicht mehr aktivieren kann, dann ist das scheiße, weil dann seid ihr quasi minus gegangen, weil eure Lifepoints zu niedrig sind, weil dann sind die Karten tot auf dem Board. Da müsst ihr drauf aufpassen. Aber Leute, im Umkehrschluss kann es auch schlau sein, den Schaden einzustecken, um Holding Power Cards zu betreiben. Das prominenteste Beispiel ist hierfür mal wieder die gute alte Spiegelkraft. Wenn der Gegner jetzt angreift mit zwei Monstern und ihr überlebt das ohne Probleme, ihr bekommt quasi nur 3500 Schaden oder so, dann lasst ihr das gerne mal durch, weil dann könnt ihr in der nächsten Runde, wenn der Gegner nochmal was genommelt hat, um euch dann für Game anzugreifen, dann die Spiegelkraft aktivieren, um ein Monster mehr loszuwerden. Dann habt ihr quasi die Powerkarte, Spiegelkraft, eine Runde lang gehalten, also Holding Power Cards, und ihr habt etwas mehr Kartenvorteile erwirtschaftet, zum Preis einiger Lifepoints, die ihr sonst vielleicht gespart hättet. Aber es hat sich gelohnt, weil dadurch habt ihr so viel Kartenvorteile erwirtschaftet, dass ihr das Duell wahrscheinlich gewinnen werdet. Und deswegen war das eine gute Idee, die Lifepoints zu riskieren, denn sie sind trivial, versteht ihr? Man kann nicht immer sagen, dass Lifepoints trivial sind, aber es gibt Situationen, in denen man einfach Lifepoints zahlen sollte, weil sie nicht so wichtig sind, wie einige Anfänger sich das denken. YouTuber wie ich sagen immer wieder, Lifepoints sind trivial, um Anfängern zu zeigen, dass Lifepoints nicht der letzte Schluss sind. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier 4000 Lifepoints und der Gegner hat 8000, ich bin definitiv gerade am Verlieren. Wenn ihr drei Negates auf dem Board habt und der Gegner hat vielleicht noch zwei Karten in der Hand, dann habt ihr trotzdem wahrscheinlich gleich gewonnen, auch wenn ihr nur halb so viele Lifepoints habt. So Sachen wie das Trudo oder Solemn Judgment zahlen gerne mal die Hälfte der Lifepoints. Seelenlass zahlt gerne mal 5000 Lifepoints. Und trotzdem ist es immer wieder sinnvoll, sie einzusetzen, aber man darf es nicht übertreiben, weil man sonst eventuell in der nächsten Runde einfach mal umgeboxt wird. Denn auch heutzutage kann es passieren, dass der Gegner mal das Board ganz schnell drehen kann und wenn es dann ausreicht, wenn der Gegner mit einem Monster reinlatscht und ihr seid dann tot, dann kann das teilweise gar nicht mal so geil sein. Und dementsprechend muss man halt, wenn man viele Lifepoints zahlt, durchaus auf seine Defensive achten. Aber das heißt nicht, dass man halt auf gar keinen Fall Lifepoints zahlen soll. Und darum geht es bei dem Satz, Lifepoints sind trivial. Das ist halt ein Satz, den muss ich bringen, um quasi Anfängern zu zeigen, okay, Lifepoints sind nicht das Wichtigste an Yu-Gi-Oh! Es geht mehr um das Board an sich, was man aufbaut, mit den Lifepoints. Und dann ist alles in Ordnung. Aber wenn man halt wirklich nur auf diese Zahl schaut und sich auf die fixiert und an der sich orientiert, okay, bin ich jetzt gerade am Gewinnen oder am Verlieren, dann macht man was falsch. Und somit muss man mit so einem Argument, Lifepoints sind trivial, quasi die Leute wachrütteln, um ihnen zu zeigen, okay, so funktioniert das und darauf muss ich Acht geben. Ich hoffe mal, ich konnte euch so ein bisschen jetzt erklären, was ich mit diesem Zitat meine. Es gibt halt Situationen, in denen Lifepoints durchaus auf gar keinen Fall trivial sind. Keine Chance, es gibt halt durchaus wichtige Momente für die Lifepoints, denn dafür sind sie da, denn die sind halt fürs Spiel ausschlaggebend, definitiv. Und mehr Schaden zu machen ist natürlich auch immer eine gute Sache. Aber man kann jetzt nicht so pauschal sagen, ich habe weniger Lifepoints als mein Gegner wird wahrscheinlich gewinnen. Das ist die falsche Herangehensweise. Man sollte sich aber beim Deckbau und vor allem auch bei Holding Power Cards im Duell nie darauf verlassen, einfach sich auf die Lifepoints zu stützen und so viel wie möglich zu behalten. Das ist nie wirklich gut, weil es gibt halt durchaus gute Powerkarten, die man gerne einsetzen kann, die zu den besten Karten aller Zeiten gehören, die ein bisschen was kosten und das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Und ich denke mal, ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden, was ich mit diesem Argument meine. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt und dann werden euch wahrscheinlich meine Zuschauer so ein bisschen helfen und da würde ich sagen, kann ich so ein bisschen Licht in die Sache bringen, weil wie gesagt, ich habe scheinbar einige Leute sehr verwirrt und jedes Mal, wenn ich von irgendwelchen hohen Kosten rede oder so und das ist halt schon eine krasse Downside ist bei einer Karte, dann wird mir jedes Mal wieder in den Kommentaren vorgehalten, dass ich doch gesagt habe, Lifepoints sind trivial und dass die Kosten egal wären. Aber nein, Kosten sind nicht egal, du musst die zahlen können. Aber eine Karte kann trotzdem stark sein, das ändert aber nichts daran, dass die Downside, Lifepoints zu zahlen, nicht gerade geil ist, weil man zahlt nicht gerne Lifepoints. Man macht es zwar, wenn man einen guten Effekt dafür bekommt, aber man macht es nicht gerne, weil es halt schon ein Negativeffekt ist. Ich hoffe mal, ihr habt es kapiert. Es ist wie gesagt ein schwieriges Thema und für einen Anfänger nur schwer zu verstehen, weil die Lifepoints ja quasi in Yu-Gi-Oh! Euer Leben sind.
Und wenn die halt weg sind, habt ihr verloren. Und dann zu sagen, okay, Life Points sind trivial und das einfach so pauschal stehen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen knifflig für einen Anfänger, das danach zu vollziehen. Aber ich glaube, ich konnte so ein bisschen euch alles erklären. Und da würde ich sagen, könnt ihr mir, wie gesagt, eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem nächsten Diskussionsthema. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Diskussionsthemen in die Kommentare schreiben, die vielleicht auch mal in diesem Format hier auftauchen werden. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.